rahmatullahi wa barakatuh. Und alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle Muslime, alle Zuschauer und natürlich auch herzlich willkommen alle Nicht-Muslime, die sich interessieren. Kann ich mir gut vorstellen, dass das sogar eher die Nicht-Muslime interessiert, was ich hier zu dem Tod, zu dem plötzlichen Tod, der uns alle treffen kann, als Muslim aus muslimischer Sicht zu sagen habe. Und Assalamu alaikum an die ganzen Geschwister. Aus welchen, am besten ihr liked den Beitrag jetzt, damit wir mehr Leute erreichen. Das Thema kommt einem anfangs belanglos vor, vielleicht insbesondere für die, die den Boxer gar nicht kennen. Aber es geht ja auch hier um einen plötzlichen Tod, der uns alle erreichen kann. Es geht darum, wie man sein Leben verbringt, wie man stirbt. Darum geht es, Alhamdulillah. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen like das mal und teilt das mal, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Erstmal, aus welchen Ländern kommt ihr, liebe Geschwister? Ah, du kommst aus Äthiopien, das ist schon mal klar, Ibrahim, mashallah. Wen haben wir hier noch? Dann haben wir wahrscheinlich einen Bruder, denke ich mal, das ist hier kyrillische Schrift. Der kommt wahrscheinlich aus Dagestan oder Tschetschenien. Rukshmurdu, Salam alaikum, Milut, Sukrati. Ahmed Aslan aus Istanbul, Allatan Başka ile yok, Ramazan Çetin, Nasılsın? Eigentlich Fragen sind jetzt eher etwas unpassend, weil wir jetzt erstmal mit dem Thema anfangen, lieber Bruder. Ja, Türkei wieder, mashallah, so viele Türken hier, mashallah, tabarakallah. Dann hier Hassan mit X, das ist 100% Somalia, ist Gawarama. Alhamdulillah. Mist. Alhamdulillah, freut mich. Schön. Aleikum salam. Okay. Fangen wir mal an, inshallah. Heute hat mich mein Vater angerufen und er hat zu mir gesagt, weißt du, wer gestorben ist? Habe ich natürlich gesagt, nee, ich weiß nicht, wer gestorben hat. Ich weiß nicht, wer gestorben ist. Sagt er zu mir, Graziano Rocchigiani ist gestorben. Der ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Also der ist als Fußgänger gegangen, als Fußgänger. Ja, nicht auf der Autobahn, 120 gefahren, 200 gefahren. Der ist als Fußgänger gegangen und da kam ein Smart und er hat ihn umgefahren. Subhanallah, jetzt unabhängig von wem, von demjenigen, der gestorben ist. Wer von uns hat eine Gewissheit, dass er nicht morgen über die Straße geht und von einem Wagen plattgefahren wird. Dann auch von einem Smart, der kleinste Wagen, den man sich eigentlich so vorstellen kann. Aber wir sehen daran, subhanallah, wir sehen daran, wie Tod kommen kann, subhanallah. Und wie plötzlich der Tod und unerwartet der Tod kommen kann. Und mich hat das besonders schockiert, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja praktisch sozusagen aus einer Boxerfamilie in dem Sinne, seit ich ein kleines Kind bin. Mein Vater ist mit mir immer zu Boxveranstaltungen gefahren. Ja, und Graziano Rocchigiani, gerade diese Person, wir waren praktisch Fans von ihm. Wir waren die Leute, die ihn immer unterstützt haben. Ja, und ich habe hier etwas rausgesucht bei meinem Vater. Ich war dann nachher kurz bei meinem Vater, war ich dann später gewesen. Und da habe ich dann etwas rausgesucht. Nämlich hier, das sind Handschuhe, die mein Vater noch hat. S&L, diese Marke gibt es heute gar nicht mehr. Die ist auch schon mehr oder weniger gestorben. Die ist verdrängt worden von anderen Marken. So schnell kann es auch gehen. Und hier ist die Unterschrift von, wenn ihr das lesen könnt hier, von Graziano Rocchigiani drauf. Das ist an dem Tag, wo er Weltmeister geworden ist, da hat er
geworden ist, 1988 gegen Vincent Bober, da hat er das bei meinem Vater unterschrieben und das hatte mein Vater noch bei sich zu Hause gehabt. Und er ist, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ja, er ist sozusagen so eine deutsche Boxlegende gewesen. Und wie ihr wisst, war ich ja selber auch Profiboxer gewesen. Ich habe 1992 ungefähr mit dem Boxen angefangen, bin dann 1994 schon deutscher Vizemeister geworden. Das hieß damals Jugend A, heute heißt das Junioren. Und das war damals schon eine große Leistung, weil das gerade nach der Wende gekommen ist und die Jugendlichen damals aus der ehemaligen DDR, die kamen von den sogenannten KJS, Kinder-Jugendsportschulen. Und die hatten halt besonders günstige Trainingsbedingungen gehabt. Und deswegen, dass einer aus Westdeutschland kommt und nach 2 Jahren Training praktisch schon so weit kommt, ja, das war damals schon, sag ich mal, eine Leistung gewesen, ja. Auf jeden Fall bin ich dann nach dieser deutschen Jugendmeisterschaft, das war damals in Kiel, bin ich dann nach Berlin gegangen, und zwar zum Sportforum Berlin, in Berlin-Hohenschönhausen. Ich habe auch für den Berliner TSC geboxt, mein Trainer war damals Adolf Angrig. Und ihr müsst euch vorstellen, das heißt, ich bin praktisch mit dieser ganzen Boxszene aufgewachsen. Und Graziano Rocchigiani war damals für uns sozusagen ein Held. Wir waren die Leute, die immer ihn unterstützt haben. Ja, das heißt, wenn er gegen Maske gekämpft hat in den 90ern, wenn er gegen Michalczewski gekämpft hat. 1994 bin ich sogar mit meinem Vater und einer ganzen Horde von Leuten, da sind wir sogar nach Berlin gefahren, als er gegen Chris Eubank gekämpft hat. Und haben ihn angefeuert. Wir waren praktisch diejenigen, die, ja, diejenigen, Moment, haben, ja, auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall, deswegen müsst ihr euch vorstellen, für jemanden, der mit jemandem praktisch aufgewachsen ist und auf einmal hört, diese Person ist gestorben, diese Person ist so plötzlich gestorben, das ist für ihn erstmal ein Schock. Vor allen Dingen diese Person, er war 54 und Subhanallah, gestern Abend, ja, da bin ich Fahrrad gefahren, also auf dem Home Trainer, und dann habe ich YouTube angemacht, da habe ich zufällig eine neue Sendung von ihm gesehen bei Sport 1 und da habe ich gerade an ihn gedacht. Und heute höre ich, der ist gestorben. Und womit will ich das verbinden, liebe Geschwister? Ich will das verbinden mit haben müssen. Der Tod kann uns immer erreichen. Und deswegen sagte der Prophet alayhi salatu salam, Kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil. Sei im Diesseits, als wenn du ein Fremder bist oder jemand, der auf der Reise ist. Ja? Und der Prophet Umar al-Khattab sagte, Hasibu anfusakum kablan tuhasabu. Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Weil du weißt nie, wann mit dir abgerechnet wird. Du kannst jeden Tag sterben. Jederzeit kannst du sterben. Und deswegen, liebe Geschwister, keiner von euch soll sagen, ach ja, wisst ihr, ich bete nicht. Irgendwann fange ich mal an. Vielleicht ist es irgendwann zu spät. Vielleicht wirst du morgen schon auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zur Arbeit von einem Zmat erfasst, wie Graziano Rocchigiani. Ein starker Mann, der gerade wieder so richtig, der hat auch viele Probleme gehabt, Alkoholprobleme, der war gerade wieder auf dem Weg, so richtig in sein Leben, hat bei Sport 1 kommentiert und hat bei Sport 1 eine eigene Sendung gehabt und hat als Trainer einige Profis in Berlin trainiert, ja. Und der hatte auch als Boxer Millionen verdient, insbesondere durch seinen Kampf gegen Michael Nunn.
als der WBC-Weltmeister, ja genau, WBC-Weltmeister müsste das gewesen sein, im Halbschwergewicht war. Das heißt, der war Weltmeister im Zweigewicht, das im Supermittelgewicht, IBF-Weltmeister gegen Vincent Bowyer und WBC-Weltmeister später gegen Michael Nunn. Aber was jetzt? Aber der Tod wird uns alle holen, liebe Geschwister. Und dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen erwähnt auch Allah im Koran an vielen Stellen, zum Beispiel, Kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Obwohl wir das wissen, erwähnt Allah das trotzdem nochmal. Warum? Jeden Menschen, den du fragst, der weiß, er wird sterben. Oder habt ihr schon mal jemanden erlebt, der sagt, nee, ich glaube, ich werde nicht sterben, ich werde immer leben, es wird, der Tod wird niemals über mich kommen. Keinen Menschen gibt es, der das glaubt. Aber trotz alledem leben viele Menschen so, als wenn sie niemals sterben müssen, machen sich niemals irgendwelche Gedanken. Niemals irgendwelche Gedanken über das Leben nach dem Tod oder was danach kommt. Subhanallah, liebe Geschwister, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sprich, der Tod, vor dem ihr fliehen wollt, der wird euch treffen. Thumma turaduna ila alim al-ghaybi wa shahada. Und dann werdet ihr zu dem Wissenden des Verborgenen und des Offensichtlichen zurückgebracht. Zu dem werdet ihr zurückgebracht. Abgerechnet am jüngsten Tag. Und das ist erstmal das Erste, was ich mit, worauf, wo, das Erste, was ich ansprechen wollte hiermit. War so ein plötzlicher Tod. Und ich wollte jeden nochmal daran erinnern. Du weißt nicht, wann du stirbst. Keiner von uns weiß, wann er stirbt. Es kann plötzlich kommen. Manche Leute haben eine längere Krankheit, aber und bei einer längeren Krankheit ist es dann so, dass man Zeit hat, nochmal über das Leben nachzudenken und sich zu sagen, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich auf dem falschen Weg, Toba, Reue zu zeigen. Machen für Sünden, die man gemacht hat, also Reue zu zeigen für Sünden, die man gemacht hat. Aber sehr häufig ist es halt auch so, dass man zum Beispiel bei einem Unfall ums Leben kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch meistens so, dass Leute, die eine lange Krankheit haben, dass sehr häufig das Herz durch die. Hört ihr mich jetzt? Weil gerade sagt jemand, Ton ist weg. Ja? Hört ihr mich? Häufig ist es so, dass auch Leute, die eine Krank, die viele schlechte Taten gemacht haben, selbst wenn sie dann auf dem Sterbebett liegen, ihren Weg nicht ändern. Warum erwähne ich das? Weil viele von uns, wie gesagt, mit diesem Bewusstsein durch das Leben laufen. Irgendwann fange ich mal an. Wenn ich 65 Jahre alt bin, dann mache ich die Hadsch. Und dann fange ich an zu beten. Und nach der Hochzeit fange ich an, den Hijab zu tragen. Ja? Nach der Hochzeit fange ich an den Hijab zu tragen. Und so weiter und so fort. Ja? Aber wir müssen uns über eine Sache bewusst sein. Oder wir müssen uns einer Sache bewusst sein. Eine Sünde ist nicht nur einfach etwas, was geschrieben wird. Eine Sünde ist auch etwas, was von Allah entfernt. Ihr müsst euch praktisch vorstellen, derjenige, der sagt, ich fange irgendwann mal den Islam an zu praktizieren, wenn ich 100 Jahre bin, der ist eigentlich jemand, der wie jemand ist, der in das Meer hinein, im Meer hineinschwimmt und jemand steht am Land, am Strand und sagt zu ihm, hey, komm zurück ans Land. Du musst zurück ans Land kommen, sonst ertrinkst du. Und er sagt, nein, ich schwimme noch eine halbe Stunde rein und dann komme ich zurück.
umso tiefer du, lieber Bruder, umso tiefer du, liebe Schwester, in das Meer hineinschwimmst, umso schwieriger wird es wieder, an das Land heranzukommen. Und noch etwas dazu. Allah hat uns nichts verboten, was gut für uns ist. Alles, was Allah uns verboten ist, was Allah uns verboten hat, hat er uns verboten, weil er weiß, dass es für uns schlecht ist. Manchmal erkennen wir, dass es schlecht ist, und manchmal erkennen wir nicht, dass es schlecht ist. Ich gebe ein Beispiel. Allah ist der Allwissende. Und wir Muslime oder wir Menschen, wir wissen nicht alles. Und wir sind manchmal nicht weise. Aber Allah ist der Allweise. Und alles, was er verboten hat, das hat er getan, weil er das Beste für uns liebt. Ja? Das heißt, sich vom Verboten fernzuhalten, ist immer gut von sich. Ich gebe euch ein Beispiel nochmal. Ein kleines Kind muss zum Zahnarzt. Es hat faule Zähne. Die Eltern bringen es zum Zahnarzt und der Zahnarzt muss an den Zähnen bohren oder den Zahn ziehen oder was auch immer. Das kleine Kind kann die Notwendigkeit davon nicht verstehen. Wir als Eltern, als Erwachsene, sind aber weiser als das Kind und wissen, das Kind muss diesen kleinen Schmerz ertragen, um einem größeren Schmerz und einem größeren Risiko zu entgehen. Und deswegen bringen wir es zum Zahnarzt. Das kleine Kind wird es aber nicht verstehen können. So ist es auch manchmal. Und Allah ist natürlich unendlich weiser und unendlich wissender als wir, dass wir beispielsweise ein bestimmtes Verbot nicht erkennen können. Aber Allah weiß, dass es schlecht für uns ist. Und deswegen wir als Muslime vertrauen auf das, was Allah im Koran und in der Sunna offenbart hat. Und halten uns an diese Gesetze, selbst wenn wir in manchen Fällen die Weisheit davon nicht erkennen können. Selbst wenn wir in manchen Fällen die Weisheit davon nicht erkennen können. Trotzdem halten wir uns daran. Deswegen, der Muslim, der sich sagt, ich fange irgendwann mal an zu praktizieren, der ist eigentlich jemand, der gar nicht verstanden hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Gesetze nicht offenbart hat, die Regeln nicht offenbart hat, ihn nicht zum Gebet gerufen hat, zum Hijab gerufen hat, zum Fasten gerufen hat, ihn zu ärgern. Allah braucht deine Ibadah nicht. Du brauchst es. Du brauchst die Anbetung Allahs. Das ist gut für dich. Der Prophet a.s. sagt in einem heiligen Hadith, dass Allah sagt, euch und der Letzte von euch und die Menschen und die Dschinn alle, das sittenloseste Herz von dem sittenlosesten von euch hätten, so würde es Allahs Macht nichts wegnehmen. Nichts. Das heißt, das ist gut für uns. Und Allah sagt im Koran, in Surah 20, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du elendig bist, damit du unglücklich bist. Abdullah, du kannst nicht sagen, Wallahi, du gehst zum Paradies, sondern möge Allah mich ins Paradies führen, weil wir wissen nicht, wie wir sterben werden. Ja, keiner weiß, wer ins Paradies kommt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet alayhi salatu wasalam, der hat gesagt, in einem Hadith hat er gesagt, wahrlich von euch gibt es jemanden, der die Taten der Leute des Paradieses macht, in dem, was euch erscheint, bis zwischen ihm und dem Paradies nur noch eine Elle ist, und dann macht ihr die Taten der Leute des Höllenfeuers und dann wird er dort reingehen. Deswegen, ich habe keine Garantie. Keiner von uns hat eine Garantie. Ja, wir wissen, der Islam ist die Wahrheit, wir sind davon überzeugt, der Islam ist die richtige Religion, aber wir wissen nicht, wie wir sterben werden.
und wir müssen selber unsere eigenen Absichten immer hinterfragen. Ja, das wollte ich nur kurz an dieser Stelle erwähnt haben. Ja. Das heißt, derjenige, der, um zurückzukehren zum Thema, derjenige, der die Religion nicht praktiziert, der verpasst wirklich etwas vom Leben. Und nicht derjenige, der den größten Dreck macht. Etwas, was schlecht ist für ihn. Und jetzt gebe ich euch mal ein Beispiel. Frag mal einen Alkoholabhängigen, ob das, was er gemacht hat, gut ist, gut war. Frag mal einen Drogenabhängigen, der so gerne die Drogen genommen hat, nachher am Ende, ob das gut war. Er weiß ganz genau, dass das, was er macht, schlecht war. Dass ihm das geschadet hat. Wie viele Leute gibt es, die durch Sinner kaputt gegangen sind, durch Unzucht kaputt gegangen sind? Wie viele Leute gibt es, die durch Kriminalität kaputt gegangen sind? All diese Wege werden dich nicht glücklich machen. Sondern was dich glücklich macht, ist Folgen. Allah sagt im Koran, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Das heißt, wenn du ein gutes Leben haben willst, dann, wie kannst du das finden? Indem du Gutes tust, gläubig bist, egal ob Mann oder Frau. Das ist wichtig, liebe Geschwister. Das erstmal zu dem Thema, zu dem plötzlichen Tod. Ja, weil wir über einen Menschen reden, der einen plötzlichen Tod erlitten hat. Und ich mache diese Vorträge auch immer, oder ich habe meine ganzen Vorträge auch immer gemacht, weil ich immer hoffe, dass Freunde von mir aus der Jahiliya-Zeit, aus meiner früheren Zeit, als ich noch nicht Muslim war, dass die auch diese ganzen Worte mitbekommen. Weil es haben so viele Menschen, Alhamdulillah, den Islam angenommen. Aber ich wünsche mir immer auch, dass die Leute, von denen ich viel gehabt habe, die mir geholfen haben, dass die auch Wahrheit erfahren. Deswegen seht ihr zum Beispiel meinen Vortrag, wo ich in Schwerin gewesen bin. Ja, und ich hoffe immer, dass Leute, frühere Freunde von mir, die Worte mithören, die ich gebe. Jetzt zu einem anderen Thema, was ich hiermit verbinden will. Es war eigentlich mein großes Ziel gewesen, Boxweltmeister zu werden. Und ich habe dafür so viel getan, so viel trainiert und ich bin nachher auch Profi bei Sauerland geworden und bin dann später ungeschlagen als Profi, habe ich aufgehört. Und eigentlich der Hauptgrund war damals gewesen, weil ich auch einfach die Liebe dazu verloren hatte. Ich war auf einmal mein ganzer Kopf, mein ganzer Fokus war, ich war mich nur noch mit der Religion am Beschäftigen und du kannst nur wirklich Erfolg im Sport haben, wenn du den Sport richtig liebst. Ja? Wenn du den Sport richtig liebst und voll dahinter stehst. Und das war damals meine Priorität. Ich habe meine Frau auch kennengelernt. Und Alhamdulillah, ich habe dann aufgehört, habe dann angefangen zu studieren. Und ich wollte euch erstmal auch kurz erzählen, was mich zum Islam geführt hat. Geführt hat. Moment. Zum Islam geführt hat. Es hat auch etwas mit dem Boxen zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, als ich 1992 mit dem Boxen angefangen habe, Mitte 92, Ende 92, da war kurz vorher die Olympiade gewesen.
Ja. Und bei der Olympiade, da hatte Deutschland zwei Olympiasieger damals gehabt. Im Federgewicht Andreas Tews und im Halbschwergewicht Thorsten Mai. Und dieser Thorsten Mai war damals auch ein Jahr vorher, 1991, in Sydney Weltmeister bei den Amateuren gewesen. Deswegen war der mein erstes Vorbild im Boxen gewesen. Und dann, als ich Profi bei Sauerland geworden bin, war dann der Thorsten Mai, der 1992 mein Vorbild gewesen ist, der war auf einmal bei mir in einer Kabine gewesen. Und er war eigentlich damals vorgesehen, dass er nach Henry Maske, das war der Boxboom mit Millionen von Einschaltquoten, und das gab es in den 90er Jahren, den Boxboom, für den, der es nicht weiß, der war eigentlich vorgesehen, diesen Weg von Henry Maske für RTL weiterzumachen. Der ist aber gescheitert. Der hat damals auf Mallorca gegen jemanden namens Adolfo Washington verloren. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie diese Person, dieser Thorsten Mai, irgendwie gering geschätzt wurde. Ja, wie er gering geschätzt wurde. Ja, der ist nicht mehr so. Der hat gegen Adolfo Washington verloren, gegen Stefan Angerer oder wie der heißt, aus der Schweiz verloren. Und plötzlich wurde der klein gesehen. Obwohl der für mich so viel erreicht hat, eigentlich Olympiasieger zu werden, das ist das größte Ziel, mit das größte Ziel von einem Boxer. Das ist das größte Ziel von einem Boxer. Ja? Und plötzlich sieht man jemanden, der so viel Erfolg gehabt hat. Und ich hatte mit ihm sogar eine Autogrammstunde gehabt und plötzlich kennt ihn kaum noch einer. Und warum wollte ich Erfolg im Boxen haben? Irgendwie will man doch. Man wollte irgendwie als Sportler einen Namen haben, etwas Besonderes sein, Geld verdienen, den Ruhm haben. Und auf einmal merkt man, der weltliche Ruhm bleibt nicht für ewig. Du bist heute jemand, dem die Leute auf die Schulter klopfen, der den großen Erfolg hat, der Olympiasieger geworden ist. Und nur 8 Jahre später, weil 2000 habe ich bei Sauerland unterschrieben, bin ich mit derselben Person in einer Kabine. Und ich merke, dass viele ihn gering schätzen. Ja, der ist auch nicht mehr so und der hat es auch nicht gebracht. Und er hat ja auch nur Glück gehabt. Ja? Das hat mich total demotiviert. Wofür mache ich das? Wofür mache ich das eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Eigentlich der Sinn des Lebens kann gar nicht darin bestehen, weltlichen Erfolg zu haben, Ruhm zu haben, weil dieser Ruhm, der wird irgendwann vergehen. Der kann sogar sowas, der kann so schnell vergehen, dieser Ruhm. Ja, schau es dir an, an Thorsten Mai. 1992 Olympiasieger in Barcelona und im Jahr 2000 sehen sie ihn schon gering, obwohl er sogar noch Europameister geworden ist. Ich glaube, in der Düsseldorfer Philipshalle gegen jemanden namens Ilin ist er Europameister geworden, gegen einen Russen auf jeden Fall. Ja, so. Und die Leute trotzdem, es gibt keinen Ruhm. Das heißt, der Ruhm vergeht so schnell. Das weltliche Leben, es kann so schnell vergehen. Und das gebe ich auch jedem hier ans Herz. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Und am meisten ist mir aufgefallen, dass ich 36 Jahre geworden bin. Wisst ihr warum? Man wartet so lange, bis man 18 Jahre alt ist. Ihr wisst bestimmt warum, oder? Um den Führerschein zu bekommen. So lange wartet man, bis man 18 Jahre ist und plötzlich ist man 36. 18. Subhanallah. Guck dir das mal an, wie schnell die Zeit vergeht. Und die nächsten 18 Jahre sind noch schneller. Und die nächsten 18 Jahre sind noch schneller. Und die nächsten noch schneller. Und der Tod kommt schneller, als man denkt. Und das ist eine Sache, die mich mit dazu bewogen hat, mich mit dem Islam zu beschäftigen. Weil ich wollte nach dem Sinn des Lebens suchen. Und ich habe mir gedacht, der Sinn des Lebens ist bestimmt in den Religionen zu finden. Etwas anderes, was mich dazu bewogen hat, bewogen hat, mit Religion zu beschäftigen, war, ich habe damals
als ich den Vertrag bei Wilfried Sauerland unterschrieben habe, habe ich auch noch Essen auf Rädern in der Anfangszeit rausgefahren. Ja, das heißt, ich war beim Roten Kreuz und ich musste immer morgens Mahlzeit an alte Leute bringen, die niemanden haben, der ihnen kocht, der für sie, die konnten nicht selber für sich kochen und die konnten auch nicht selber, die hatten keinen, der für sie kochen konnte. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man zu solchen alten Leuten fährt, ja, wenn man zu solchen alten Leuten fährt, dann hört man, man hat eine Tour, man fährt jeden Tag zu denselben Personen und auf einmal hört man andauernd, alle 2 Wochen hört man, irgendjemand ist gestorben. Ja, der so und so ist heute gestorben. Ja, der so und so ist heute gestorben. Ja, der so und so ist heute gestorben. Was ist der erste Gedanke, den ich mir gemacht habe? Irgendwann werde ich auch sterben. Also, wofür das Ganze? Dann das Zweite war, ich habe viele dieser alten Leute gesehen. Ich habe viele dieser alten Leute gesehen, die einem ganz elenden Zustand, einsamen Zustand gelebt haben. Die sich gefreut haben, wenn wir mit dem Essen kamen und denen Essen gebracht haben und die uns nur 5 Minuten festhalten wollten, weil sie niemanden hatten, der sich um sie kümmert. Keine Familie, keine Familienbeziehungen, kein, der sich um sie kümmert. Das ist auch bis heute etwas, was ich an der deutschen Kultur oder an der deutschen Lebensweise sehr, sehr stark kritisiere. Und es gibt vieles an der deutschen Lebensweise, an der deutschen Mentalität, was man loben kann, was auch sehr islamisch ist. Disziplin, Pünktlichkeit und so weiter. Das ist allgemein in Deutschland sehr, sehr stark. Auch Gerechtigkeitsdenken in meiner Sicht, wie Kinder schon im Kindergarten erzogen werden, Ordnung zu halten, jeder hat seinen Platz. Das sind alles Sachen, die wunderbar sind. Aber was die Familienbeziehung gerade im älteren Leben angeht, muss ich sagen, das ist etwas, was ich sehr, sehr stark kritisiere. Auch durch meine eigenen Erfahrungen mit diesen alten Leuten. Ja, es gab eine alte Frau, die hat sich so in die Hosen gemacht, ist nicht vor Angst, sondern die war eine Bettnässerin. Die hat in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, es hat gestunken bis unten an die Tür. Wir hatten eine Person gehabt, die hatte multiple Sklerose. Ja, und das sind Sachen, die mich halt zum Nachdenken gebracht haben. Wofür lebe ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Und ich habe mir gedacht, sicherlich, vielleicht gibt es in den Religionen etwas, wo man etwas finden kann über den Sinn des Lebens. Gedacht, bestimmt der Buddhismus ist vielleicht was Passendes für mich. Was dann passiert ist, ist, ich bin mit dem Zivildienst, hatte ich einen Kurs und zwar in Trier gehabt. Da gab es eine Zivildienstschule und da musste ich hin und hingegangen bin, habe ich jemanden getroffen, das war, müsste im Jahre Ja, es war im Jahr 2000 und das war kurz vor Weiberfastnacht gewesen. Ja? Also kurz vor Karneval war das gewesen. Okay? Ich wollte noch einen Ratschlag geben für Leute, die hier schreiben. Ja? Ihr müsst immer vorsichtig sein, wie ihr schreibt, weil natürlich, wenn ihr jemanden beleidigt, der hier dabei ist, oder ihr schreibt etwas, was missverständlich für mich ist, kann das schnell sein, dass man gestoppt wird. Unterhalten. So, auf jeden Fall, dort habe ich jemanden getroffen von der christlichen Mitte Deutschlands. Und ich habe ihn mehr oder weniger gefragt, was ist denn das Ziel eurer Partei? Und da meinte er, unser Ziel ist es, den Islam zu bekämpfen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, den er benutzt hat. Ja? Und weil der Islam ist eine rückständige Religion und im Islam gibt es dieses und im Islam gibt es jenes und im Islam gibt es das und das und das und das. Diese typische Palaver, wie heute. Das heißt, diese Szene gab es damals schon, vor dem 11. September, wohlgemerkt. Und
eine Woche vorher oder kurze Zeit vorher bin ich durch Köln gegangen. Da gab es einige Brüder, die haben dort. Brüder, die haben dort Flyer verteilt, beziehungsweise Blätter verteilt, auf denen es allgemeine Informationen zum Islam gab. Informationen zum Islam gab. Diese Flugblätter durchgelesen. Was mir sofort gut gefallen hat, war, dass dort erwähnt wurde, dass der Islam sich eigentlich nicht als neue Religion sieht, sondern sozusagen als eine Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in der vollendeten Form. Das heißt, dass die Muslime an die Propheten glauben, an die auch die Christen glauben, aber Muslime glauben, dass Mohammed gekommen ist, um die Verfälschungen, die in den vorherigen Büchern gemacht wurden, zu korrigieren. Das steht auch in Sure 5, Vers 48, für den, der es lesen will. Okay? Und dass alle Propheten vom selben allmächtigen Gott mit derselben prinzipiellen Botschaft gekommen sind, und zwar: dien dem einen wahren Gott und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Gott und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das findet man zum Beispiel in Sure 16, Vers 36. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Propheten entsandt, dass sie den Menschen lehren: diene dem einen wahren Gott und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Grundbotschaft aller Propheten. Das ist die Grundbotschaft, mit der Jesus gekommen ist, das ist die Grundbotschaft, mit der Moses gekommen ist. Das heißt, Islam ist sozusagen Final Update. Final Update aller vorherigen Religionen. Moment. So. MashaAllah. Auf jeden Fall, Blattes, was ich hatte, habe ich dann mit dieser Person, die den Islam beschimpft hat, über die Religion geredet. Das heißt, ich habe den Islam verteidigt, obwohl ich eigentlich kaum Informationen hatte über die Religion. Und wisst ihr was? Ich hatte sehr viele muslimische Freunde. Aber ich hatte kaum wirklich brauchbare Informationen über die Religion. Ja, ich hatte einige Äußerlichkeiten, kannte ich. Ich wusste, die essen kein Schweinefleisch. Ich wusste, dass es Beschneidung gibt im Islam. Ich wusste, dass die beten, dass Mekka deren sozusagen religiöse Hauptstadt ist. Aber wirklich, dass ich wirklich den Glaubensinhalt oder die Kernbotschaft dieser Religion verstanden habe, ja, oder dass mir davon etwas erzählt wurde oder dass man versucht hat, mir das beizubringen, das war nicht der Fall gewesen. Und ihr als Muslime, ihr solltet immer versuchen, aus Barmherzigkeit zu euren Mitmenschen, denen etwas von der Religion mitzugeben. Wenn es nur eine kleine Botschaft ist, ein gutes Bild für die Religion darzustellen. Und übrigens, euch vielleicht wundern, eigentlich die Leute, weil viele denken aus den Medien, ja, da wird so vieles erzählt, aber die Nicht-Muslime, mit denen ich in meinem engeren Umfeld zu tun habe, mit denen habe ich eigentlich nur gute Verhältnisse.
Die sehen mich in einem ganz anderen Bild. Warum? Weil die mich privat kennen. Und deswegen, ihr müsst versuchen, auf private Art und Weise, müsst ihr versuchen, immer ein gutes Bild für die Religion abzugeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn die meisten Menschen, die die Religion angenommen haben, oder sehr viele Menschen, die die Religion angenommen haben, die haben zuerst jemanden kennengelernt, den sie persönlich gemocht haben, und dann haben sie angefangen, sich mit den Glaubensinhalten zu beschäftigen. Ja? Zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Nachdem ich dieses Treffen hatte mit diesem Menschen, mit diesem Islamhasser, habe ich dann gesagt, ich möchte mich jetzt mal mit der Religion beschäftigen. Ich möchte mich jetzt mit dem Islam beschäftigen. Ja? Leute mit irgendwelchen Bildern hier die Sache hier zuspammen, ja, wollte ich nur gesagt haben, ja. Habe ich mir gesagt, jetzt möchte ich mich mal, ich möchte den Koran lesen. Und das ist etwas, was ich allen Nicht-Muslimen mit auf den Weg gebe. Denn jede Religion sagt von sich selber, dass sie die einzig wahre Religion ist. Jede Religion sagt das von sich selber. Okay? Und sagt von sich selber, dass sie die einzig wahre Religion ist. Also können nicht alle Religionen gleichzeitig richtig sein. Ja? Deswegen sollte man sich als Nicht-Muslim mit der Religion beschäftigen. Man sollte nach dem Sinn des Lebens suchen und nach der wahren Religion suchen. Auf jeden Fall. Bin ich dann von diesem Treffen nach Hause gekommen und zufälligerweise, in Anführungsstrichen zufälligerweise, ja, hatte meine Frau meine Schwester einen Koran da. Die war gerade kurz abgebrochen. Fragen nicht 100.000 Mal zu wiederholen, okay? Habe ich dann den Koran gelesen, und als ich den Koran gelesen habe, habe ich praktisch einfache, aber vor allen Dingen plausible Antworten auf diese wichtigen Fragen bekommen. Nämlich, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was ist der Sinn unseres Lebens? Und ich habe Beweise gefunden dafür, dass wirklich der Islam die wahre Religion ist. Leute, wenn es mir darum geben würde, cool zu sein oder Anerkennung zu finden, stellt euch mal vor, ich würde, möge Allah mich bewahren, heute ein Buch schreiben, ich trete aus dem Islam aus. Wie viele Leute würden mir auf die Schulter klopfen? Wie viele Leute, würde ich so bekämpft werden wie bisher? Dass ich noch nicht mal bei meinen Kindern mit beim Sport dabei sein kann, wenn die Sport machen, damit meine Kinder nicht benachteiligt werden. Ja? Eben nicht. Man würde nicht irgendwelche Lügen im Fernsehen erzählen von wegen ISIS, um die Menschen auf mich zu hetzen. Ja. Subhanallah, was mir dann. Das heißt, es ging mir nie darum, irgendjemand damit zu gefallen. Ich habe sogar, als ich am Anfang den Islam angenommen habe, habe ich ihn geheim gehalten. Ich habe niemandem davon erzählt, dass ich den Islam angenommen habe. Beziehungsweise nur ganz wenigen ausgewählten Leuten habe ich erzählt, dass ich den Islam angenommen habe. Bis ich dann einmal in der Dietib-Moschee in Köln gebetet habe. Und da war dann
einer, den ich vom Boxen kenne, und er hat es dann allen weitererzählt und dann auf einmal ist es rausgekommen und hat sowieso jeder gewusst. Ich habe es am Anfang keinem erzählt. Ich habe es auch beim Boxen gar keinem erzählt. Nur als ich im Trainingslager war, in St. Moritz mit Uli Wegner und Markus Beyer und Sven Ottke, ja, hat der Uli Wegner mich gefragt, welche Religion hast du eigentlich, Pierre? Ich glaube, der hat noch gesagt, katholisch oder evangelisch. Und da hat dann der Genghis Kotsch ganz stolz gesagt, der ist Muslim. Und so ist das dann rausgekommen. Dann stand das nachher sogar, subhanallah, im Videotext. Profiboxer Pierre Vogel ist Muslim geworden. Wenn es um cool sein ging, hätte ich auch Buddhist werden können. Dann würde ich weniger bekämpft werden. Probleme oder ich würde mich irgendeiner Gemeinschaft anschließen, wo ich, was weiß ich, wie viele Anhänger habe. Stell dir mal vor, ich würde heute sagen, ich werde Schiit. Da würden wir nicht so in den Stich gelassen werden wie von unseren Leuten, sondern die würden wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich sogar einmal im Jahr nach Qom, nach Iran fahren kann und kann dann dort etwas lernen. Aber ich glaube an das, was ich glaube. Und das, was ich glaube, vertrete ich. Ja? Und subhanallah, eine Sache ist mir noch besonders aufgefallen, als ich den Koran gelesen habe, dass es kein religiöses Buch gibt auf der Welt, wo Allah so perfekt beschrieben wird wie im Koran. Du findest in der Bibel beispielsweise, im Exodus, dass Gott am jüngsten Tag ruhte, nicht am jüngsten Tag, Entschuldigung, am siebten Tag ruhte, von seinen Mühen. Du findest in der Bibel, in Hebräer 7, dass ein Mensch gibt namens Melchisedek, der keinen Vater und keine Mutter hatte und der keine Abstammung hat. Was heißt das? Das ist eine Eigenschaft von Gott. Das heißt, es gibt Eigenschaften, die nur für Gott sind, die Menschen gegeben werden. Und es gibt menschliche Eigenschaften, die Gott gegeben werden. Zum Beispiel in Genesis 32, wo steht, dass Gott mit Jakob gerungen habe und hat verloren. Und wenn ich dann den Koran lese, und ich will keinen beleidigen in seiner Religion, sondern ich will einfach nur sachlich darüber reden. Wenn du dich selber fragst, lieber Christ, lieber Jude, wenn du dich selber fragst, du hast zwei Bücher. Stell dir vor, du bist ins Koma gefallen und wachst auf und hast alles vergessen. Religion entscheiden. Das steht in Hebräer 7, lieber Giovanni. Mashallah, du schreibst alles immer gut mit. Ja, in Hebräer 7 steht direkt am Anfang. Direkt am Anfang von Hebräer 7, ich glaube Vers 1 bis 4 müsste das sein. Okay? Auf jeden Fall. Genesis 32, Gott hat mit Jakob gerungen und verloren. Und du liest, du weißt, dass die christliche Lehre lehrt, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und dann liest du den Koran. Und du liest in der Bibel beispielsweise in Exodus, dass Gott geruht hat. Und in Psalme 78, ich glaube 65, liest du, der Herr erwachte vom Schlaf betrunken wie ein Held vom Wein. Wie ein Held betrunken vom Wein. Und du liest dann den Koran und liest im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ. Diejenigen haben den wahren Glauben verleugnet, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Sprich, wer kann gegen Allah etwas ausrichten, wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt auf Erden vernichten will? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
Wallah ala kulli shayin qadir. Ist die Herrschaft der Himmel und der Erden und was dazwischen ist. Er schafft, was er will und Allah hat Macht zu allen Dingen. Jeder Nicht-Muslim soll sich fragen, was ist von Allah? Was sagt dein Herz? Was sagt dein Herz, was wirklich vom allmächtigen Gott ist? Wie gesagt, das wollte ich nur kurz dazu sagen, weil wir haben es mit einer Person zu tun, die gestorben ist. Ich wollte dann nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich glaube, dass der Graziano Rocchigiani wahrscheinlich der Boxer in Deutschland ist, der von den Boxfans, von den richtigen Boxfans, nicht von den, Leuten, die mal, wenn es einen Hype gibt von RTL, sich dann doch etwas für Boxen interessieren. Ich glaube, dass er von den Boxfans am meisten geliebt wurde. Und ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, weil er immer das gesagt hat, was er geglaubt hat. Ja? Und sich nicht den Mund zubinden lassen hat. Er war so, wie er ist. Er hat sich nicht verstellt. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist, jetzt könnte man sagen, ja okay, das ist da so, aber das ist eine Sunnatullah. Das ist eine Sunna von Allah. Das ist das, was immer wieder passiert mit Leuten, die so sind, wie sie sind. Sie haben am Ende mehr Anerkennung als die Leute, die sich verstellen. Die Leute, die etwas sagen, was sie nicht denken. Deswegen, wenn du sagst, was du denkst, lieber Bruder, liebe Schwester, kann es sein, dass man dich zuerst nicht so mag. Aber am Ende wirst du mehr geliebt als die anderen. Und Allah, der Prophet a.s. sagte sogar, وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. Und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Dies sind meine Worte von heute, liebe Geschwister. Marcus Antonio, ich würde dir den Ratschlag geben, schau dir mal von mir den Vortrag an, wie findet man den wahren Weg zu Gott. Das ist sicherlich interessant für dich, inshallah. Okay. Ramazan Çetin, Boxen fehlt. Boxen ist meine größte Fitna, Bruder. Boxen ist meine größte Fitna. Ja? Nee, ich bin nicht von Zweifel an Allah betroffen. Absolut nicht. Alhamdulillah. Ja? Boxen ist meine größte Fitna. Manche Leute haben Fitna mit Geld, manche Leute haben Fitna mit Alkohol, manche mit Frauen. Alhamdulillah, habe ich kein Problem. Meine größte Fitna ist Boxen, Alhamdulillah. Da würde ich sogar noch mal gerne mich so richtig fit machen, Comeback machen bei der Truppe Ü35 oder sowas. Inshallah. Inshallah. Jazakumullah khairan, liebe Geschwister. Ich wünsche euch alles Gute. Und auch an alle Nicht-Muslime, ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Jazakumullah khairan. Möge Allah euch belohnen, beschützen. Ich sehe aus wie ein Bosnier. Ja, die Bosnier sehen den Deutschen ja nicht so unähnlich, oder? Vielleicht habe ich auch, ich wollte mal so einen Gentest machen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Da gibt es ja dann, woher die Vorfahren kommen. Ich bin mal gespannt, was bei diesem Gentest von heute auf morgen verschwunden ist. Amen tu billahi wa rasuli. Möge Allah dir den Iman zurückgeben, Amin. Aber wenn du dich nicht wohlfühlst, weil der Iman verloren ist, dann kann der Iman nicht ganz verloren gegangen sein. Ja, so. Er kann höchstens schwächer geworden sein. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, so, wo haben wir stehen geblieben? Ich bin hier die ganze Zeit am Beantworten oder etwas am Sagen. Was war das nochmal hier? Warte, da hat einer was gesagt. Grüße aus Sam, Grüße zurück. Ja. Ich sehe aus wie ein Bosnier, ja. Nema Boga Osim Allah. Nema Boga Osim Allah. Aber ich will mal gerne einen Gentest machen und wissen, woher meine Vorfahren kommen. Ich habe gesehen, bei Lothar Matthäus beispielsweise, da kam dann vor, dass seine Vorfahren, dass da ganz viele aus England kommen und so. Ja? Okay, liebe Geschwister. Wir werden bald, inshallah, auch neue Sachen aufbauen. Inshallah. Das heißt, dass mit der Dawa weitergehen. Macht viel Dua, dass es weitergeht, dass wir weiter Kraft haben. Ist manchmal nicht so einfach. Inshallah, bei dem ganzen dummen Gesabbel,
was die Leute so erzählen, das geht ja manchmal schon ganz schön auf die Nerven. Die ganzen Lügen, die erzählt werden. Vor allem, wenn man schon 100.000 Mal, 100.000, Jimmy, möge Allah dein Iman stärken, 100.000 Mal auf Sachen geantwortet hat und dieselben Gehirnamputierten immer wieder zurückkommen. Ja, das Krasse ist ja, dieses Sprichwort, Doofheit tut weh, ne? Das ist ja tatsächlich Realität. Ich habe aber früher immer. Das Gefühl gehabt, ich dachte immer, Doofheit tut weh. Man hat das immer gesagt, jemand hat sich wehgetan und gesagt, siehst du, Doofheit tut weh. Aber das bedeutet das gar nicht. Ich weiß jetzt, was das bedeutet. Doofheit tut weh, das bedeutet, der sich mit den Doofen auseinandersetzen tut, der hat die Schmerzen. Weil der Doofe, der merkt das nicht. Ja, und wir haben es leider, leider mit so vielen Hatern zu tun und mir ist aufgefallen, dass die meisten davon sind einfach nur Doofe, die sich mit der Wahrheit nicht auseinandersetzen wollen. Die kann man Sachen 100.000 Mal erklären und plausibel erklären, aber die sind einfach zu doof, es zu kapieren. Möge Allah diesen Menschen Gehirn geben. Jazakumullahu khairan. Möge Allah euch segnen, beschützen, nochmal ins Paradies führen. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd al-ikhwa sa'aluni hal tatakallam al-arabiyya tab'an ya ahbab. Inshallah udkhulu fi YouTube واكتب باللغة العربية أبو حمزة الألماني باللغة العربية فستجدون إن شاء الله كثيرا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك